Oi, da was geht ab, Leute? Team Wabbeltier. Und mit dem neuen Starter der Giulia Opening, direkt aus dem Phantom in München, könnt ihr ab jetzt dort erhalten. Und die Jungs schauen sich das Deck mal an. Ja, servus Leute, das neue Deck. Neuer Panel-Support, neuer Performer-Pal. Jetzt die Frage, ist da was drin? Dank an FT. Direktes Opening klar gemacht. Schauen wir mal rein jetzt. Kennst du das Deck schon? Weißt du, was da rauskommt? Ich habe mich da auch noch nicht damit befasst. Ich habe mir kurz das Video von Hong angeschaut. Er war von fast keiner Karte überzeugt. Schauen wir mal. Die mir hat ein bisschen Herzschmerzen. So scheiße. Mal schauen, wie er mit Liebeskummer das Deck öffnet. Okay. Es gibt eine Deckzone, was für Fans nicht uninteressant ist. Das Motiv, das Artwork ist auch nicht schlecht. Feldzone, Monsterzone, ganz normal. Für Beginner vielleicht auch nicht so schlecht, dass alles noch am Anfang dabei ist. Pendelzone auch dabei. Ja, Pendelzone auch dabei, das heißt, es ist aktuell auf jeden Fall. Dann hier nochmal. Eine Einsteigereinleitung. Hier sind die Kombos vom Deck drin. Ja, hier sind auch vielleicht kleine Kombos vom Deck drin, wie er schon gesagt hat. Ja, und da werden vielleicht nochmal hier einzelne Effekte auch nochmal exakt erklärt, beziehungsweise Spielzüge von Angriff und Verteidigung. Ist vielleicht, wie gesagt, für Einsteiger ist es auf jeden Fall super. Schauen wir mal, ob es auch für die Fortgeschrittenen gut ist, beziehungsweise die vielleicht Performance spielen. So wie Hong. So wie Hong zum Beispiel. Erste Karte, Ultra Rare. Willst du machen? Soll ich vorlesen? Ja. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, indem du ein Künstler-Kumpel-Monster als Tribute anbietest, außer ein Pendelmonster, einmal pro Spielzug. Du kannst eine Karte werfen und dann eine offene Karte auf dem Spielfeld fehlen, zerstör sie. Richtig schlecht. Macht Minus bei der Beschwörung. Braucht man nicht. Also da könnt ihr nochmal Hongs Teil abchecken, welche Karte gut ist, braucht man die überhaupt, braucht man nicht. Eigentlich hat man sich erhofft, dass wenigstens ein, zwei Karten drin sind, die gut sind, aber anscheinend nicht. Ja, schau einfach weiter. Die Ultra Rare, hast du die schon gelesen? Nee, die sind alle schlecht. So, sollen wir die einzelnen Karten nochmal erklären? Okay, wo ist halt der Name vor? Ja, dann Künstlerkumpel Teppichhörnchen. Ich glaube, das wäre der mit dem Schaden halbiert. Der einzige Nachteil ist halt, der ist halt Level 3, sonst wäre ziemlich gut eigentlich. Dann Künstlerkumpel Papa 3. Warte, das sind so viele Super Rares. Ich dachte, es sind immer nur 3 pro Starter. Weiß halt nicht, also auch Level 3. Wenn der Effekt nicht sehr krass ist, dann würde ich ihn auf jeden Fall auch nicht spielen. Ein Vierer, mal schauen, was der kann. Okay, der ist kein Panel, das ist schon mal nicht gut, falls die Karte spezial beschworen wird. Du kannst deine Hand, ein Künstlerkumpelmonster von deinem Deck hinzufügen, außer ein Panel-Monster. Du kannst diesen Effekt... Okay, der ist sehr scheiße. Ich weiß nicht, außer... Man findet vielleicht ein Deckbild, wo man überwiegend auf Nicht-Pendel-Monster spielt, aber meiner Meinung nach ist Performance mit Pendel halt schon am besten. Ja gut, den kann man auf jeden Fall noch im Magician-Pendel spielen, der ist ziemlich gut. Möchtest du für die Zuschauer auch mal die Namen nennen der Karten? Achso, buntäugiger Pendeldrache, der ist meiner Meinung nach in dem Magician noch stark, im Magician-Pendel. Gute spielbare Karte, auch mit dem Fusionsmonster, was Effekte annulliert. Eccentric muss irgendwo noch drin sein, oder? Ja. Dann Künstlergruppe 2 Esel ist auf jeden Fall immer eine gute Karte. Ja, der Rest. Mystischer Raumtaifun. Buch des Mondes ist zwar nicht mehr, wird nicht mehr so oft gespielt, ist aber eine potenziell gute Karte. Bribe. Ja, Dark Bribe, interessant für Anti eventuell. Ja, gegen Twin Twister. Ja, und das ist meiner Meinung nach die beste Karte in dem Set. Herz unter Welt ist Centric. Schon gut, dass die in Kamen jetzt raus sind, auch im Billig halt. War zwar jetzt ein Gold draußen, ist da eh nicht mehr so teuer, aber da sie jetzt, denke ich mal, nochmal als Reprint gekommen ist, wird sie jetzt fast nichts mehr wert sein.
Also Set insgesamt für Spieler, die fortgeschrittener sind, vielleicht nicht ideal, aber auf jeden Fall für Einsteiger top. Ja, ich würde es jetzt auch sagen, also für die Fortgeschrittenen, die DM steht vor der Tür. Da ist jetzt, glaube ich, keine wirklich Karte dabei, die man spielt. Aber für Einsteiger mit dem Spielfeld, mit Rulings, Deckerklärung, Combo-Erklärung, ist es wirklich in Ordnung, weil Einsteiger ist doch schwer. Wie war es bei dir beim ersten Mal Pendel, wo du gesehen hast? Ja, war nicht so einfach. Man muss sich erstmal reinlesen, warum er die jetzt specialen kann. Also die sich schon extremer damit befasst haben, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und dann, dass die, wann die immer auf den Grave gehen und wann die jetzt extra gehen, musste man sich noch befassen. Es waren halt viele Ruling-Sachen, wo man sich mit befassen musste. Aber es wird halt alles in diesem... in dieser Anleitung nochmal erklärt. Ich denke mal, das ist für Starter, für Leute, die vielleicht sogar länger aus dem Spiel waren, ist es vielleicht gut, ja. Das ist nochmal sehr gut als Einstieg, weil Pendel ist zurzeit mit das Neueste, weil alles andere gab es ja schon länger, Ritual, keine Ahnung, Fusion, das sind schon alles bekannte Sachen. Ich denke mal, Pendel ist so mit das Neueste und für Leute, die ein, zwei Jahre draußen sind oder für Neueinsteiger ist es ideal auf jeden Fall. Für fortgeschrittene Spieler müssen die halt abwägen, ob die was davon spielen möchten, testen möchten. Ich persönlich würde davon nur ein, zwei, maximal zwei Karten brauchen. Wäre halt mein Fazit jetzt in dem Moment. Die Token sind cool, ja. Genau, das ist so das Fazit von uns zu dem Starterdeck. Es ist auch bei uns hier im FD-Fire erhältlich. Wenn ihr es braucht, ihr könnt es gerne hier kaufen. Es ist auf jeden Fall vorrätig. Und das war's von uns, DBT. Leidet's nicht, Leute. Servus, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid. Aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet, das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab und leidet's nicht und schaut's vorbei.